wahrscheinlich habe ich deswegen einen Weltraumfahrstuhl entwickelt, weil ich Angst vor Flugzeugen habe. Und vor Fahrstuhlen habe ich keine Angst. Lesen bedeutet für mich, dass ich mal frei habe. Ich habe nichts redigiert, ich habe nichts kaschiert, ich habe nichts retuschiert oder versucht, wieder zu streichen. Leo, weiche nicht aus. Du willst es hinter dir haben. Wir wollen es beide hinter uns haben. Wir wollen es gut hinter uns bringen. Es geht um einen würdigen Abschluss. Deine Worte, liebe Emmy. Es war damals der Versuch, eine Liebesgeschichte zeitgemäß zu beginnen. Und was ist zeitgemäßer als E-Mails, also SMS vielleicht noch, aber ein SMS-Roman. Also das habe ich dann doch nicht übers Herz gebracht. Wir machen eine kurze Umfrage zu diesem Buch. Das ist für mich das spannendste Thema, Liebe. Stumm rannte sie hinter den Erwachsenen her. Die Angst lief ihr trotz der beißenden Kälte heiß den Rücken hinab. 6 Jahre alt war Sonam, sie ist meine Mutter. Wer macht eigentlich am meisten Politik? Und das sind für mich Männer hauptsächlich. Der zweite Teil der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson ist jetzt im Kino zu sehen. Nicht minder spannend als der Vorgänger Verblendung. Wenn du mich noch einmal anfasst, bringe ich dich um, klar? Also da müssen wir ja schon Angst haben, mit dir sich zu treffen. Dann findet man sich dann nach 2 Jahren wieder in einen Roman. Nee, das da passe ich ganz furchtbar auf. Die Frage, ob man mit einem Autor einen trinken möchte, ist ganz ähnlich gelagert wie die Frage, mit wem möchte man einen Song zusammen machen. Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Inspiration begegnet einem ja überall, auch da, wo man es nicht vermutet. Also ich finde, man muss die gar nicht so richtig suchen. Man muss bloß die Antennen ausfahren und wach sein, dann ist sie überall. Also so ein rotes Bändchen, was mir ein Chinese mal geschenkt hat, was mir Glück bringen soll. Und so ist das ja auch mit meiner Hauptfigur, die dann doch mal zum Astrologen geht, weil sie denkt am Ende, naja, schaden wird es nicht. Mein Name ist Miriam Viehhoff. Ich habe in meinem Buch Fremdkörper meine Gesundwertgeschichte aufgeschrieben, nicht Krankheitsgeschichte. Ja, weil ich letztlich als einen Sinn dieser sehr sinnlosen Krankheit sehe, anderen Frauen und anderen Betroffenen mit der Krankheit Krebs Mut zu machen. Aber, und das ist eine These meines Buches, es gibt einen Informationsdarwinismus. Der Stärkere setzt sich durch oder der Vernünftigere. Und zum Abschluss noch das Lettra-Lesewetter. Der Winter ist noch lange nicht zu Ende, da sind sich alle Meteorologen einig. Genügend Zeit also, sich nochmal einen dicken Schmöker vorzunehmen, der neben Hochspannung auch noch nordisches Klima mit sich bringt. Lettra empfiehlt der Leopard von Jo Nespel.